Wladimir Putin könnte bei seiner Urlaubsgestaltung in Zukunft ein paar Probleme bekommen. Denn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat ja Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das heißt, wenn Putin ins Ausland fährt, muss er verhaftet werden. Vorausgesetzt, das Ausland erkennt den Internationalen Strafgerichtshof an. Und das tun immerhin 123 Staaten der Erde. Mit anderen Worten, Ballermann fällt schon mal flach für ihn. Karneval in Rio ebenso. Und auch aus Radwandern im Emsland wird nichts werden. Denn dann könnte Putin tatsächlich bestraft werden. Auch wenn Radwandern im Emsland für viele schon Strafe genug wäre. Egal. Putin müsste sich im Fall der Fälle tatsächlich ein wenig umstellen. Ich meine, aus dieser Wohnung hier umziehen in diese Wohnung, da überlegt man schon, was nehme ich mit. Es ist eine Veränderung, passt aber irgendwie auch zum aktuellen Minimalismus-Trend. Viele ältere Menschen ziehen ja ins Tiny House, ganz bewusst, sagen, ich brauche nicht viel. In diesem Fall ist es eben ein romantisches Einzimmer-Apartment mit niederländischen Möbeln und schwedischen Gardinen. In Den Haag. Gut gelegen, das Zentrum ist in einer knappen Stunde zu Fuß zu erreichen. Plus die Jahrzehnte, bis die Tür aufgeht. Klingt doch prima. Russland nimmt den Haftbefehl natürlich nicht ernst. Aber in weiten Teilen der Welt wird er durchaus positiv aufgenommen. Unter anderem auch in den USA. But I think it makes a very strong point. Ja, Biden sieht hier ein starkes Zeichen. Ein noch stärkeres Zeichen wäre vielleicht, wenn sein Land den Internationalen Strafgerichtshof auch anerkennen würde. Da wartet die Welt seit 20 Jahren drauf. Keine Frage, gegen Putin wird zu Recht Anklage erhoben. Schon der Angriffskrieg als solcher verstößt ja gegen das Völkerrecht. Sagt auch der ehemalige US-Präsident George W. Bush, und der kennt sich mit Angriffskriegen ja nun wirklich gut aus. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. Irgendwie lustig. Und irgendwie auch nicht. Ist genau 20 Jahre her, der völkerrechtswidrige Einmarsch im Irak, basierend auf Lügen. Vielleicht könnten sich ja Bush und Putin mal austauschen. Wie wär's in einer gemeinsamen Zelle in Den Haag? Wie Putin die Entscheidung des Gerichts aufgenommen hat, das weiß Tobias Döll. Vladis wilde Woche. Hallo, hier ist wieder euer Lieblings-Kremlin aus dem Kreml, seit neuestem auch bekannt unter dem Namen Haftbefehl. Ja, so eine Anklage vom Internationalen Gerichtshof hat vor mir als amtierender Staatschef fast nur der Checker Gaddafi geschafft. Da könnten mir vor Rührung glatt die Tränen kommen, also wenn ich bei all dem Botox noch weinen könnte. Ansonsten fühle ich mich dank meiner jährlichen Eisbäder fit wie ein 70-jähriger Turnschuh. Ich habe sogar meinen Führerschein gemacht, um mit dem Lader meiner Oma bis ins besetzte Mariupol zu fahren, für ein schönes Bad in der Menge. War aber nur ein Hausmeister da, der mit mir auf dem Spielplatz schaukeln wollte. Die anderen warten sicher auf dem großen Empfang der Bürger, die mir für die Eroberung danken wollen. Hoppla, bin ja ganz allein. Habe dann aber noch Bürger gefunden, die mir sagen sollten, wollten, wie sehr sie mich lieben. Leider hat so eine Trulle aus dem Hintergrund den Moment verdorben. Frechheit! Dabei sagt doch ein russisches Sprichwort, ein Putin lügt nicht, die Wahrheit liegt nur falsch. Gut, dass zur Aufheiterung mein chinesischer Knüppelkumpel Xi den langen, also wirklich sehr langen Weg auf sich genommen hat, um einfach mal Hi zu sagen. Hi! Wo? Stoßen beim Abendessen auf die gemeinsamen Vorlieben für Pfannkuchen und Diktaturen an. Gut, russischer Wein ist eben nichts für Weicheier, sauer wie Zitronenessig. Frage Xi zum Abschied, ob er einen an der Waffel, ich meine Waffe hat, also Waffen für mich, braucht er aber erstmal selber. Naja, wie heißt es doch so schön, sag niemals Xi. Dos vidanje, euer Vladi. Satire ist nicht einfach nur lustig, Satire muss aufregen, Satire muss zum Nachdenken anregen und sie muss auch mal dahin gehen, wo es unbequem ist. Und deshalb ist die ganze Folge Extra 3 nicht mehr hier, sondern ab jetzt exklusiv in voller Länge in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie schaffen das. Ich glaube fest an Sie.